Der Ursprung der sogenannten Turkvölker, der liegt in Zentralasien. Wie kam es dann eigentlich dazu, dass die heutige Türkei zum Zentrum der türkischsprachigen Welt wurde? Und was hat eine der wichtigsten Schlachten der Weltgeschichte damit zu tun? Im heutigen Video geht es darum, wie die Türkei türkisch wurde. Hallo zusammen, hier ist wieder Konstantin und was mich an Geschichte ganz besonders interessiert, und ihr merkt ja an den Videos auf diesem Kanal, dass mich Geschichte besonders fasziniert, einer dieser Punkte ist, wie Ereignisse, die teilweise 1000 Jahre in der Vergangenheit liegen, wie die noch die Gegenwart beeinflussen können. Und heute geht es um eines dieser Ereignisse und es geht um die Frage, wie eine Region, die vor 1000 Jahren noch hauptsächlich von Griechen, von Armeniern und auch von Kurden bewohnt war, wie die letztendlich zur heutigen Türkei werden konnte und wie die Türken in die Türkei kamen. Und wenn euch solche historischen Themen über den Nahen Osten interessieren, dann wie immer abonniert doch den Kanal, schreibt Kommentare, teilt dieses Video und ihr kriegt dann natürlich immer mit, wenn ihr abonniert habt, wenn ein neues Video veröffentlicht wird. Wir schauen uns jetzt mal an, wie die heutige Türkei, also das Gebiet der heutigen Republik Türkei, vor etwa 1000 Jahren aussah und welche Mächte dort herrschten. Der größte Teil, der wird beherrscht vom sogenannten Byzantinischen Reich. Das Byzantinische Reich, das ist das Erbe Roms, das ist das Oströmische Reich. Das Römische Reich, das hat sich in der Spätantike in zwei Hälften geteilt, weil es zu groß wurde, um effektiv regiert zu werden von einem einzigen Punkt aus. Und deswegen gab es das Weströmische Reich und eben das Oströmische Reich. Und das Weströmische Reich ging dann im 5. Jahrhundert unter, während das Oströmische Reich noch weiter existierte, noch jahrhundertelang. Und zeitweise war dieses Oströmische Reich fast so mächtig wie das einzige Gesamtrömische Reich. Das Oströmische Reich, das auch Byzantinisches Reich genannt wird, das hat dann große Teile auch des Mittelmeers wieder erobert, Italien, Teile Spaniens und so weiter. Auf jeden Fall, dieses Oströmische Reich, das wir auch Byzantinisches Reich nennen, das war im Jahre 1000 so die Macht, die den größten Teil Anatoliens und Kleinasiens beherrscht hat. Und es gab noch zwei andere Herrschaftsbereiche, gerade so im Osten der heutigen Türkei. Das eine ist das Königreich Armenien, das große Gebiete gerade um den Wannsee herum kontrolliert hat. Und das Fürstentum, das Emirat Mossul. Das wurde von den Hamdaniden beherrscht. Das ist eine arabische, schiitische Dynastie gewesen. Also, wir können uns merken, die heutige Türkei wurde von drei größeren Mächten beherrscht. Das eine war das Byzantinische Reich mit der Hauptstadt Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, das Armenische Königreich und eben die Hamdaniden-Dynastie, die von Mossul aus regiert hat. Und natürlich gab es noch die kurdische Bevölkerung in den Gebieten, wo auch heute noch Kurden leben, aber die hatten kein eigenes Reich damals. Das ist also die Situation vor etwa 1000 Jahren, um das Jahr 1000 christlicher Zeitrechnung herum in der heutigen Türkei. Zu diesem Zeitpunkt hat sich aber schon eine andere Großmacht gebildet und eine andere Großmacht war praktisch in den Startlöchern, den kompletten Nahen Osten auf den Kopf zu stellen. Und das waren die Türken. Ich muss hier nochmal kurz Begriffe erklären. Wenn ich Türken sage, in diesem historischen Kontext, dann meine ich nicht dasselbe wie die heutigen Türken, wie die heutigen Bürger der Republik Türkei, sondern ich meine die turksprachigen Völker. Turksprachen, das ist eine Sprachfamilie, die aus hauptsächlich in Zentralasien verbreitet war und das ist auch der Ursprung der Turkvölker und damit auch eben der heutigen Türken, wenn man ein paar Sachen vereinfacht und zurückschaut, aber so in etwa kann man das sagen. Diese Türken, diese Turkvölker, wie schon gesagt, kamen aus Zentralasien und da gab es über Jahrhunderte verschiedene Konföderationen, verschiedene Stämme und so weiter. Also es gab verschiedene türkische Reiche schon davor auch. Da kann ich mal in einem eigenen Video drauf eingehen, auch super spannende Geschichte. Wir schauen uns jetzt aber wieder speziell die Situation um das Jahr 1000 an. Und da gab es einen Mann, einen Fürsten, einen Herrscher, einen Warlord, wie man ihn auch nennen möchte, namens Seldschuk. Der lebte im Gebiet des heutigen Aralsees, also auch wieder Zentralasien, und gehörte der Stammeskonföderation der Oghusen an. Dieser Seldschuk, der konvertierte zum Islam, schon ein bisschen vor dem Jahr 1000. Auf jeden Fall war das so auch der Beginn der türkisch-sunnitischen Geschichte, wenn man es so möchte. Und dieser Seldschuk hat sich irgendwann gesagt, er macht so sein eigenes Ding und baut seinen eigenen Machtbereich aus. Und er und vor allem auch seine Nachfolger, die legten letztendlich die Grundlage für ein neues Großreich, für das Reich der Seldschuken. Also Seldschuken, Teile einer türkischen Stammeskonföderation, die dann
in den nächsten Jahrzehnten große Teile des Nahen Ostens und der islamischen Welt erobert haben. Die breiteten sich zuerst im Osten der islamischen Welt aus. Sie eroberten Bagdad und wurden zu den Schutzherren des Kalifen. Kalif, das ist das geistliche Oberhaupt und eigentlich auch das symbolische Oberhaupt der sunnitisch-islamischen Welt. Das sind die Nachfahren Mohammeds und waren eben auch in den frühen Jahrhunderten nach dem Propheten Mohammed die unumschränkten Machthaber. Das war um das Jahr 1000 aber schon wieder anders und der Kalif hat letztendlich die Anführer der Seldschuken als Sultane akzeptiert, also als die Machthaber, die eigentlichen starken Männer, die die Kontrolle hatten. Und auch Persien war unter der Kontrolle der Seldschuken und das war sehr einflussreich auf die Kultur dieser seldschukischen Türken, denn die persische Kultur war natürlich sehr viel älter und war auch sehr viel, sag ich mal, gehobener, was Schriftsprache angeht und so weiter. Und so kam es dann so zu einer Vermengung von türkischen Elementen und persischen Elementen. Also die Seldschuken haben sehr viel auch die persische Sprache benutzt, die persische Kultur, die Kunst, Verwaltung, Diplomatie und so weiter. Also es ist oft die Rede, dass es eben diese starken persischen Einflüsse gibt, dass es ein türkisch-persisches Reich, ein türkisch-persischer Kulturraum wurde. Auf jeden Fall grenzte dieses seldschukische Machtgebiet damals dann eben schon an die heutige Türkei an. Und im Laufe der Zeit wurden auch Armenien erobert und eben auch das Gebiet um Mosul. Es kam auch zu Massakern, als Städte erobert wurden und so weiter, wie es damals eben leider normal war. Nun gab es aber die Situation, dass das türkisch-seldschukische Reich an das byzantinische grenzte. Und da gab es dann auch immer wieder Gefechte und so weiter. Aber man geht heute davon aus, dass es nicht der geplante Hauptgegner der seldschukischen Sultane war. Die hatten kein großes Interesse daran, Konstantinopel zu erobern und das heutige Kleinasien unbedingt unter ihre Kontrolle zu bringen, denn ihr eigentlicher Hauptgegner, ihr großer Konkurrent, der saß in Kairo. Und das waren die Anführer der Fatimiden-Dynastie, des Fatimiden-Kalifats, denn die waren die andere Großmacht der islamischen Welt und des Nahen Ostens zur damaligen Zeit. Die beherrschten die Levante, Ägypten, sie beherrschten Jerusalem, ganz wichtig, und noch wichtiger, sie beherrschten auch Mekka und Medina. Und so war es also klar, dass das der Hauptgegner sein sollte, gegen den man seine Anstrengungen richten müsste. Aber wie die Geschichte oft so zeigt, es kam anders, denn im Verlaufe dieser kleineren Grenzgefechte, die es immer mal wieder gab zwischen Seldschuken und Byzantinern, da gab es auch immer wieder Friedensabkommen. Und die kamen eben dem Sultan der Seldschuken sehr gelegen, weil der sich ja eben auf die Fatimiden konzentrieren wollte und auf den Machtkampf mit denen. Und so kam es unter anderem im Jahre 1069 zu einem Friedensvertrag und im Jahre 1071, also 2 Jahre später, wurde der auch erneuert vom byzantinischen Kaiser und dem seldschukischen Sultan. Und der seldschukische Sultan Alp Arslan, der hat das zur Gelegenheit genommen, dass er diese Grenze befriedet hatte, um gegen Aleppo vorzustoßen. Aleppo, was damals unter Kontrolle der Fatimiden war. Aber der byzantinische Kaiser, der hatte diesen Friedensvertrag nur als Vorwand benutzt. Der wollte die Gelegenheit nutzen, wenn diese Armeen der Seldschuken woanders aktiv waren, dass er Teile wieder zurückerobern konnte und dass er die Seldschuken angreifen konnte. Und er hat ein gewaltiges Heer aufgeboten und hat es gen Osten gesandt, um die Seldschuken dort anzugreifen. Und im Jahre 1071 kam es eben zur Schlacht beim Ort Manzikert. Und die Schlacht von Manzikert, das ist, wenn es euch interessiert, ich kann mal ein ganz eigenes Video nur zu dieser Schlacht machen und dann auch darauf eingehen, was so die unmittelbare Vorgeschichte war, wer da gekämpft hat, welche Generäle, wie die Schlacht ablief. Reicht es, glaube ich, kurz zu sagen, die Türken, die Seldschuken, haben einen triumphalen Sieg vonstatten getragen und haben sogar während der Schlacht den byzantinischen Kaiser festgenommen. Sie haben ihn in ihre Gewalt gebracht und haben ihn praktisch dem Sultan vorgeführt. Und der Sultan hat ihn recht gut behandelt, wie es heißt. Also er hat ihn nicht irgendwie getötet oder irgendwie gefoltert, sondern letztendlich hat er den Kaiser auch wieder freigelassen, sodass der Kaiser von Konstantinopel zurück in seine Hauptstadt konnte, um dort dann letztendlich so geläutert dem Frieden mit den Seldschuken zuzustimmen. Aber was hat der Kaiser dort gemacht? Das, was Byzantiner in der damaligen Zeit gerne gemacht haben. Er musste sich rumplagen mit Intrigen, mit anderen einflussreichen Familien und mit einem Bürgerkrieg. Und im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte, also die Seldschuken haben dann eben auch die Fatimiden besiegt, haben Jerusalem eingenommen und so weiter und die Levante erobert, aber sie haben auch Stück für Stück das heutige Kleinasien unter ihre Kontrolle gebracht.
Und damit begann dann so das, was ich sagen würde, was die türkische Geschichte in der heutigen Türkei ist. Es haben sich viele Türken dort angesiedelt und sie waren aber nie die Mehrheit, denn dort lebten ja schon Menschen. Also die Byzantiner waren eine sehr griechisch geprägte Zivilisation, deswegen lebten dort viele Griechen. Es lebten, wie schon gesagt, Armenier, es lebten dort Kurden und so weiter. Und die Türken, die dort herrschten, die waren dann eben so die lokale Oberschicht, die Anführer und so weiter. Und hier passierte etwas, was es manchmal in der Geschichte gibt. Nicht immer, aber manchmal, dass letztendlich eine zahlenmäßig unterlegene Oberschicht die Kultur prägt, dass sich die Mehrheit der Elite angleicht. Und so kam es dort eben. Also, dass sehr viele Leute zum Islam übergetreten sind irgendwann, dass man sich den lokalen starken Männern angeschlossen hat, dass man auch die Sprache gesprochen hat. Und so trat dann so ein Türkifizierungsprozess ein, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass Kleinasien türkisch wurde. Und das ist dann auch immer sehr interessant und da lege ich auch immer großen Wert drauf, dass man Geschichte nicht so unter irgendwelchen komischen, konstruierten, rassischen Punkten sehen kann und sollte. Es ist meistens eine kulturelle Sache. Und das führt auch dazu, dass die heutigen Türken in der Türkei, dass die genetisch auch sehr nah mit den Völkern verwandt sind, die damals dort gelebt haben. Also gerade auch mit den Griechen und so weiter, weil es halt eben diesen Prozess gab. Es wurden nicht alle Menschen vertrieben oder ausgelöscht und es kamen dann komplett neue Menschen hin. Es gab einen Vermischungsprozess. Und auf diesem Gebiet, also Konstantinopel blieb weiterhin unerobert, noch für fast ein halbes Jahrtausend, aber auf diesem Gebiet von Kleinasien, der heutigen Türkei dort, dort bildeten sich dann im Laufe der Zeit verschiedene kleinere türkische Fürstentümer. Das Seldschukische Reich hielt natürlich auch nicht für immer, das ist irgendwann auch zerfallen. Und eines dieser türkischen Fürstentümer in Kleinasien, das wurde von einem Mann regiert, der Osman hieß. Und der, ihr ahnt es schon, wurde später der Begründer der osmanischen Dynastie und des großen osmanischen Reiches, des nächsten, des großen türkischen Weltreichs. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, kann man sich fragen, was haben denn die Byzantiner gemacht? Die Byzantiner, als sie dann so ihre ganzen inneren Querelen dann mal beiseite gelegt haben, die haben um Hilfe gerufen, und zwar in Europa. Denn natürlich, sie haben ja gesehen, dass ihr wichtigstes Land, ihr Kernland, woher ihre ganze wirtschaftliche Macht auch kam, mehr oder weniger, dass das unter die Kontrolle der Seldschuken kam. Und deswegen haben sie in Europa um Hilfe gerufen. Und sie haben eigentlich erwartet, wahrscheinlich, dass ihnen Söldner zur Verfügung gestellt werden oder Soldaten unter ihre Kontrolle gestellt wurden. Aber es kam anders. In Europa hat die Kirche dazu aufgerufen, dass man jetzt die Ungläubigen bekämpfen muss. Und die Ungläubigen haben Jerusalem unter ihrer Kontrolle und so weiter. Und das führte zu dem, was wir heute unter den Kreuzzügen kennen. Und da haben sich dann tausende gut ausgebildete, gut ausgestattete, gepanzerte Elitekrieger, die Ritter, auf den Weg gemacht, um Jerusalem zu befreien. Und sie haben auch Teile der Seldschuken besiegen können, haben Teile Kleinasiens erobern können, hatten verschiedene Fürstentümer an der Levante, Edessa, Antiochia und das Königreich Jerusalem. Und die Levante war durch diese Kreuzzüge für die nächsten 100 Jahre unter christlicher Kontrolle. Das änderte sich dann erst später, als im Jahre 1189 ein kurdischstämmiger Sultan, Sultan Saladin, Jerusalem wieder für den Islam eroberte. Aber das ist eine andere Geschichte, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Schaut euch einfach auf dem Kanal um, wenn es euch interessiert. Und ja, das war es auch schon für heute. Das war die sehr kompakt zusammengefasste Geschichte, wie die Türken in die Türkei kamen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ihr habt mal wieder was gelernt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr dabei bleibt und auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich freue mich drauf und ciao.